So, schönen guten Abend, meine Damen und Herren, und willkommen zu einem Yu-Gi-Oh! Opening. Mein Name ist Panagiotis Tsatsos und heute gibt es ein kleines Random Opening. Heute gibt es eine Schachtel von Ghost from the Past und, oh, falsch rum, und vier Mystic Fighters, erste Edition, deutsche Auflage. So, folgendes. Dieses Set hier ist nicht so toll geworden, wie man sich erwünscht hatte. Das Problem mit dem Set ist einfach, dass es einfach wenig ausgibt für uns. Also im Endeffekt kriegen wir jetzt hier 15 Karten von dieser Box und das entspricht mehr oder weniger zwei solche Booster. Beziehungsweise drei in dem Fall. Drei solche Booster. Und der Preis von den vier und von der Box ist mehr oder weniger derselbe. Ich bin gespannt, von welcher Box wir, beziehungsweise von welchem Produkt mal heute ein bisschen was zieht. Und ich bin gespannt, ob wir tatsächlich einen Knaller ziehen werden. Eine Ghost Rare hier wäre so schön. Und hier hätte ich gerne ein schönes Generator Boss Stage, also die Feldzauberkarte der Generators wären auf jeden Fall sehr wünschenswert. So, und ohne weiterhin zu zögern, würde ich sagen, lass uns loslegen. Ich tue das einfach so öffnen. Das ist eines der schlechtesten Verpackungsarten. Ich meine, das ist viel zu viel Verpackung für 15 Karten. Das ist ein bisschen zu... Ja, viel zu viel. Guck, im Endeffekt haben wir hier drei Booster und wir haben dieses große Teil hier plus einen Cutter. In den USA machen die das auf jeden Fall viel, viel besser. Und ich würde sagen, wir machen das abwechselnd, sodass wir mit Mystic Fighters anfangen und immer mit Ghost from the Past abwechseln. So, dann legen wir los. Ich stelle die mal so quer, dass man dann auch sehen kann, was wir ziehen. Wie gesagt, hier... will ich auf jeden Fall die Feldzauberkarte der Generators, aber ich würde nicht Nein sagen zu einer Küche oder Krankenschwester-Drachenmädchen. So, wir fangen schon mal mit einer richtig soliden Karte an, Geschäfte mit der finsteren Welt. Eine Karte, die sehr begehrt ist, vor allem in so Decks wie Dark World oder andere Decks, die tatsächlich ziehen und im Friedhof Effekte kriegen, mit denen sie in Vorteil gehen. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Karte, gefällt mir wirklich. Noch eine generische Pflanzekarte, die Einzelfeuerblüte, auch ziemlich schön zu haben. Kann man sich wirklich nicht beschweren. Balancer Lord. Für mich persönlich, Cybers ist nicht so meins, mag ich nicht. Vielleicht hat er einen guten Effekt, aber das würde mir passen. Oha, wahrer König aller Katastrophen. Zur Zeit dieses Videos ist er leider nicht mehr benutzbar wegen der Bandlist, aber es ist schön, trotzdem noch einen zu haben im Falle, dass er wieder erlaubt wird. Und was kriegen wir? Wir kriegen Begrüßung der Drachenmädchen. Ui, die sieht richtig hübsch aus. Die sieht wirklich hübsch aus. Was kann die denn überhaupt? Alle Monster, die du kontrollierst, erhalten für jedes Drachenmädchen-Monster, das du kontrollierst, unter TK und Death. Falls du zwei oder mehr Drachenmädchen-Monster kontrollierst, kannst ein Drachenmädchen in deinem Friedhof wählen. Eine Drachenmädchen-Karte sogar. Füge sie deiner Hand hinzu. Du kannst diesen Effekt nur einmal pro Spielzug verwenden. Falls diese Karte auf dem Friedhof gelegt wird, dein Gegner kann in diesem Spielzug Drachenmädchen-Monster, die du kontrollierst, nicht als Ziel für Karteneffekte wählen. Okay. Karte ist stark. Die Karte ist stark, aber nur in den Drachenmädchen. Aber ich muss schon zugeben, das war ein gutes Pack. Wenn ihr mich fragt. So. Ghost from the Past, wir haben hier ein paar Packs. Ich nehme das am schlechtesten aussehende, nämlich den Firewall. Was erhoffen wir uns hier? Mit Ausnahme der Ghost Rares, vielleicht ein Remus oder ein Shadow Monster. So, mal gucken. Wir haben hier Cosmojo. Uiuiui, die Qualität. Cosmojo, sehr schöner Reprint, gefällt mir wirklich. Sonnenrankenmaid. Nutzlos leider. Märchenschweif-Geschichten, auch eine richtig, richtig schön aussehende Karte hier. Dann haben wir den
tapferen Archendrache. Und was haben wir dann? Wir haben den Sterndrachen in sternenklarer Nacht. Diese Karte, wenn dieses Archetype Support kriegen sollte in den zukünftigen Sets, könnte ein richtig, richtig guter Combo-Extender sein. Aber bis jetzt ist es einfach nur so ein Teil von einem Archetype, das leider noch nicht vollständig ist. Falls diese Karte als normale oder Spezialbeschwörung von der Hand beschworen wird, du kannst die Karte auf dem Spielfeld wählen, zerstöre sie. Kann weder durch Kampf mit einem Finsternismonster noch durch Karteneffekte von Finsternismonstern zerstört werden. Einmal pro Spielzug am Beginn des Damage Steps. Entschuldigung für das. Falls diese Karte ein Monster des Gegners angreift, du kannst das Monster des Gegners bis zur Endphase verbannen. Zusätzlich kann diese Karte einen zweiten Angriff durchführen. Im Endeffekt ist ein ähnlicher Effekt wie beim Cybers Quantendrache. Der Cybers Quantendrache darf im Endeffekt eine Karte vom Feld auf die Hand des Gegners zurückbouncen. Und nachdem die das gemacht hat, dürfte sie theoretisch nochmal angreifen. Was an sich richtig gut ist. Das ist ein schöner Effekt, aber wie gesagt, es braucht noch ein bisschen Support für in der Zukunft. Ohne Support wird es ein bisschen schwierig. So, und hier, Mystic Fighters Nummer 2. Ich bin gespannt, ob wir überhaupt die Zauberkarte kriegen. Debris-Drache bzw. Trümmer-Drache. Ein sehr, sehr, sehr solider Empfänger. Leider ist die Beschränkung für diese Karte, dass man diese Empfänger nur, also diese Karte nur für Drachen-Synchromonster benutzen kann. Aber ist nicht schlimm, es gibt genügend davon. Es gibt wirklich genügend davon und man kann die richtig gut benutzen. Weltvermächtnis Wachdrache Mardak. Kenne ich nicht. Ist mir irgendwie nicht so wichtig, ehrlich gesagt, aber vielleicht ist er gut. Bin da nicht sicher. Frodi, Generator, Boss der Schwerter. Nicht den, den wir wollen. Superverjüngung. Okay. Eine sehr, sehr starke Karte, vor allem bei Dragon. Bei Dragon Rulers. Entschuldigung, dass es so lange gedauert hat. Während der Endphase des Spielzuges, in dem diese Karte aktiviert wurde, ziehe Karten in Höhe der Gesamtzahl der Drachenmonster, die du in diesem Spielzug abgeworfen oder deiner Hand- oder Spielfeldseite als Tribut angeboten hast. Richtig starke Karte, wenn die aufgelöst wird. Und zu guter Letzt haben wir Mathmech Induktion. Mathmech, nicht so mein Archetype. Die Karte an sich ist stark, aber nur unter bestimmten Bedingungen leider. Das wäre die zweite. Jetzt nehmen wir den dunklen Magier. Ich mag BLS sehr, deswegen lasse ich ihn auch als letztes. So. Wie gesagt, wir hoffen auf eine schöne Ghost Rare, dass wir hier so ein bisschen feiern können. So, was haben wir hier? Update-Störer. Das ist eine interessante Karte hier. Update-Störer. Zeitdieb-Hacker. Das ist eine richtig starke Karte, aber nur für Time-Thieves leider. Magie-Deutsche Schloss. Ich mag Magie-Deutsche, ich habe auch ein Deck. Aber der Reprint war unnötig. Die gab es schon im Dual Overload ein Jahr zuvor. Man brauchte da keinen Reprint von leider. Xyz Ausbruch haben wir hier. Und dann zu guter Letzt. Oh! Jawoll! Wir haben eine Ghost Rare! Eine Ghost Rare ist da. Firewall Drache. Leider nicht die sauberste. Ihr seht hier so ein bisschen die ganzen Printlines hier. Aber I don't care, wie man das so schön sagt. Wir haben ein Ghost Rare. Oh mein Gott. Okay, das ist richtig genial. Firewall Drache Alternate Art Ghost Rare. Ich versuche mal ein bisschen das Licht so zu positionieren. Schaut euch das an. Alternative Artwork. Richtig genial. Richtig, richtig genial.
Hoffentlich geht's auch so weiter. Hoffentlich geht es auch so weiter. Oh mein Gott, das bedarf auf jeden Fall ein Sleeve. Ich habe heute diese Sleeves hier, die Dark Magician Girl Dragon Knight Sleeves, werde ich auch auf jeden Fall benutzen für die Karte. Definitiv. Ich muss euch aber jetzt ganz ehrlich etwas verraten. Diese Karte beim Öffnen bzw. in der Hand hat sich so angefühlt, als wäre sie, also das hat sich schon gewölbt angefühlt. Aber ich hätte jetzt nicht erwartet, dass es direkt eine Ghost Rare wird. Aber in dem Fall ist es mir völlig egal. Denn eine Ghost Rare ist eine Ghost Rare. Absolute Klasse. Absolute Klasse. Das hat sich jetzt schon gelohnt. Das Beste, was jetzt noch kommen könnte, ist die Frau Generator bzw. die Feldzauberkarte von Generator. Firewall Drache ist übrigens tatsächlich die zweite Ghost Rare Karte, die ich je in meinem Leben gezogen habe. Die allererste war tatsächlich der Star Eater bzw. der Sternenfresser. Sternenfresser, als ich den gezogen habe, ich habe mich da so gefreut. Das war aus einem Special Edition von Judgment of the Light, falls ihr das Set kennt. So, wir haben schon mal den Tempest, den Drachenherrscher der Stürme, eine Karte, die ich unbedingt brauchte und die ich definitiv benutzen werde. Sehr, sehr stark. Es wird nur noch besser. Monster Tor brauchte ich auch, nehme ich auch gerne mit. Eine sehr, sehr starke Karte, vor allem in einem Infernoid Deck. Ist sie richtig geil. Starker Rückgang. Trollkarte würde ich jetzt einfach mal so richtig sagen. Lightning, Drachenherrscher der Luftströmungen. Das ist der Baby-Drache von Tempest. Im Endeffekt sind diese beide Baby erwachsen. Und zu guter Letzt. Oh. Okay, das Opening wurde einfach mal gerade noch kranker, als es hätte sein dürfen. Krankenschwester Drachenmädchen Secret Rare, erste Edition. Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn. Was habe ich am Anfang des Videos gesagt? Ich hätte kein Problem mit den Küchen oder Krankenschwester Drachenmädchen. Oh mein Gott. Okay, die sieht einfach nur majestätisch aus in Secret Rare. Kann ich mich wirklich nicht beschweren. Was für ein Pack. Wieder mal. Noch ein Sleeve. Für diese schöne Karte hier. Definitiv. Hier zu nehmen. So, jetzt ist die Frage. Wir haben schon Ghost Rare gezogen. Mit welchem gehen wir weiter? Ich würde jetzt sagen, machen einfach mal mit dem Ghost from the Past weiter. Es besteht jetzt wirklich kaum eine Chance, dass wir überhaupt eine Ghost Rare ziehen. Also jetzt ganz ehrlich. Wenn wir noch eine Ghost Rare ziehen sollten, das wäre ziemlich krank. Wunder-Synchro-Fusion. Reparieren. Oh, jetzt habe ich ein Playset davon. Die Monarchen brechen hervor. Starke Karte. Starke Karte. Laval-Val-Drache. Und zu guter Letzt Testalos, der Mega-Monarch. Eine Karte, die ich nicht unbedingt benutzen werde. Ihr merkt doch gerade hier, das Centering ist einfach nur nicht gut. Aber was soll's. Das war das letzte Pack von Ghosts from the Past. Und jetzt das allerletzte Pack in diesem Opening. Mystic Fighters. Können wir noch zu guter Letzt die Generator Feldzauberkarte ziehen? Oder vielleicht sogar ein Krankenschwester Drachenmädchen. So. Stampfende Zerstörung. Mathmag Division. Generator Bosskampf. Noch ein True King of All Calamities. Und zu guter Letzt haben wir Jormungandr, der Generator Boss der Ewigkeit. Diese Karte ist ein schönes Rang 9 Xyz. Ich muss aber nur den Effekt nochmal für mich selbst durchlesen. Du kannst nur ein Jormungandr
generell der Post kontrollieren. Das ist okay. 100 TK werden gleich der Anzahl ihres Materials mal 1000. Schnelleffekt, du kannst ein Material von dieser Karte abhängen. Jeder Spieler zieht eine Karte, dann hängt jeder Spieler, der gezogen hat, eine Karte von seiner Hand oder Spielfeldseite an diese Karte an. Also im Endeffekt, eine Karte, die mein Gegner zieht, beziehungsweise in seiner Hand, plus eine von mir und sie kriegt einfach die Materialien dazu. Und du kannst diesen Effekt nur einmal pro Spielzug benutzen. Das bedeutet, wir hängen ab, kriegen zwei dazu. Im Endeffekt, in jedem Spielzug kriegt diese Karte 1000 dazu. Eine richtig schöne Karte, muss ich sagen. Es ist eigentlich ganz okay, wenn man sich so ein bisschen überlegt, wenn der Gegner nur eine Handkarte hat oder sogar null, ist es an sich keine schlechte Karte. Aber, meine Leute, man kann sich wirklich nicht beschweren mit diesem Opening. Ihr könnt hier sehen, Firewall auf jeden Fall bombastisch, wenn ich das sagen darf. Hoffentlich darf ich das sagen, weil das ist wirklich so. Ich hätte nicht erwartet, dass ich von einer Box eine Ghost Rare ziehen würde. Aber im Großen und Ganzen war es das schon. Hoffentlich habt ihr es auf jeden Fall genossen, das Video. Es war mal endlich Zeit, so ein kleines Opening-Video zu machen. Und ich bin so froh, dass es in der Art und Weise geklappt hat. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, bleibt weiterhin sicher. Mein Name ist Panagiotis Tsatsos und wir sehen uns dann in einem weiteren Video. Bye, bye.